So, dann machen wir eine schnelle kleine Salsa für das Roastbeef. Nehmen wir eine Zwiebel, geben diese dann auf den mitgelieferten Grilleinsatz mit ein wenig Olivenöl. Schneiden noch ein bisschen Knoblauch und dazu für die Schärfe auch ein wenig Chili. Dann kommt ein wenig Zucker und ein wenig Salz und Pfeffer hinzu. So, die Fleischtomaten halbieren wir, fütteln wir und schneiden ein wenig den Strunk raus, weil dort nur Wasser enthalten ist. Die Tomaten müssen gar nicht zu fein geschnitten werden, weil sie durch das Kochen sowieso leicht zerfallen und es eine schönere Konsistenz gibt. Derzeit gehen wir wieder in den Kräutergarten und bedienen uns ein wenig Rosmarin, ein wenig Thymian und viel Basilikum. Geben noch die Kräuter hinzu und löschen leicht mit Essig ab.